Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Schaut mal, wir machen wieder einen Rundgang durch die Feigen im Kübel. Und hier sehen wir die Honigherzfeige, ein Steckling aus dem letzten Jahr, der sich richtig schön entwickelt, tolles Laub hat, wie ich meine, ein bisschen glänzig. Es hat jetzt auch gerade stark geregnet, das heißt, die Pflanzen sind gut gewässert worden. Als nächstes sehen wir hier die Feigensorte Hirkana. Ist auch so ein bisschen eine besondere Sorte, da gehe ich aber im Sortenporträt detaillierter ein. Da will ich jetzt noch ein bisschen abwarten, bis die Pflanzen dann deutlich größer sind. Kommen wir hier zur nächsten Feige. Das hier ist die Martinsfeige, jetzt endlich auch richtig schön am Austreiben. Und ja, allzu viel kann man jetzt noch nicht sagen, müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Kommen wir zur nächsten Feige, und zwar, das ist die, muss ich mal suchen, die Sorte Israel. Und die ist richtig toll, die hat richtig sich schön entwickelt. Und ja, wie bei der anderen kann ich aktuell mehr als, dass sie jetzt schön sich ausgetrieben, dass sie schön ausgetrieben ist, nicht allzu viel mehr dazu sagen. Dann ist hier die Feige Peretta, die ist am stärksten und auch schon am frühesten ausgetrieben von allen anderen Feigen. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, die habe ich stark zurückgeschnitten, alle Feigen, weil ich will, dass die deutlich buschiger wachsen. Und auch hier sieht man, dass die Peretta so ein richtig schönes, typisches Feigenblatt hat und eine schöne Sorte. Bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf, was aus der Peretta wird. Schauen wir weiter. Hier haben wir die Dessert King. Die ist schön, schön entwickelt. Ist aber ein bisschen langsam, wie ich meine, aber jetzt nach dem Regenguss wird sie sich auf jeden Fall deutlich besser entwickeln. Dann haben wir hier die Istria. Schon gleich ein ganz anderes Blatt. Finde ich sogar fast am schönsten von allen Feigen mit so in Anführungsstrichen normalen Feigenblättern. Das ist ein richtig schönes fünfblättriges oder fünfgeteiltes Blatt. So ist das toll. Kommen wir zur nächsten. Da ist dann wieder interessant, dass die Francesca praktisch bloß drei so markante Blattteile hat. Klar, sie hat hier unten auch so ein paar Segmente, aber dieses Blatt unterscheidet sich doch deutlich von dem Blatt der Nachbarfeige. Dann kommen wir hier zu einer weiteren Feige, und zwar ist das die Panaché-Feige, also die Melonenfeige, wie sie auch genannt wird. Hat auch schöne Blätter, erinnern mehr an Ahorn, aber da kommt schon das nächste, was dann deutlich mehr an ein Weinblatt erinnert. Und die ist auch schön unterwegs und entwickelt sich wirklich sehr gut. Die nächste Feige ist die Brown Turkey oder Brown Italian. Auch schönes Laub, das allerdings noch nicht bei der Endform ist. Da müssen wir uns noch um ein paar Blätter gedulden. Es dauert dann noch ein, zwei Wochen, bis die dann richtig schön entwickelt ist und man richtig toll die Blätter erkennen kann. Kommen wir zur nächsten Feige. Das hier ist die Hardy Yellow. Hardy Yellow ist noch nicht so weit wie die anderen. Und ja, viel kann man nicht sagen. Hier seht ihr, da haben sich ein paar Chilis ausgesät aus dem letzten Jahr. Aber das in einem anderen Video auf gartenschlau.com. Dann haben wir hier die nächste Feige, und zwar ist das die Osborne Prolific. Sieht man auch direkt wieder komplett anderes Blatt von der Form her. Das heißt, wir machen auf jeden Fall in 2 Wochen ein Video zum Thema unterschiedliche Feigenblätter. Dazu will ich allerdings abwarten, bis dann wirklich überall richtig viele große Blätter vorhanden sind. Dann die Johannisfeige, die sehr, sehr spät und verzögert ausgetrieben ist. Ich drehe sie mal in die Sonne. Entwickelt sich auch gut. Ist ein bisschen wirklich langsam unterwegs, macht momentan noch sehr, sehr kurze Triebe. Von den Blättern her auch sehr, sehr interessant. Und da schauen wir mal, was die Johannis digitata Feige so mit sich bringt mit der Zeit. Dann haben wir hier die nächste Feige, und zwar die Calipho Blue. Auch wieder komplett anderes Blatt als die anderen Feigen, die wir bisher hatten. Und hier haben wir dann noch zwei Stecklinge von der Israel, die sich jetzt hier auch schön entwickeln. Und dann haben wir hier eine Ronde Bordeaux, ein Steckling auch aus dem letzten Jahr, noch sehr, sehr klein. Jetzt schauen wir einfach mal zu den anderen Feigen. So ein Feigenrundgang ist immer sehr, sehr umfangreich. Hier ist nochmal ein Steckling von einer Israel, diesmal in einem deutlich größeren Topf. Das andere war ein 3-Liter-Topf. Das hier sind jetzt
10 Liter. Da gucken wir mal, was der Unterschied ist, wenn man die Pflanze direkt in einen größeren Topf setzt. Unkraut natürlich immer wieder entfernen macht Sinn. Und dann haben wir hier die Bornholmfeige. Auch wieder komplett anderes Blatt. Wie kann es anders sein? Wirklich, wir müssen dann, sobald es soweit ist, ein Video machen zum Thema Feigenblätter. Es wird sehr, sehr interessant. Die Christe Tarascon, die ja auch nur so ein Synonymproblem ist, hat durchaus ein Problem. Ihr seht, das sind jetzt die Triebe abgestorben. Ich kann euch auch gar nicht sagen, was jetzt aktuell der Grund ist. Vielleicht treibt sie noch von unten frisch aus. Wäre aber nicht so schlimm, weil das Synonym dazu findet ihr auf der Webseite. Deswegen wäre es nicht ganz so dramatisch, wenn die Pflanze jetzt Schaden nimmt. Natürlich ist es immer wieder traurig, wenn eine Pflanze Schaden nimmt. Aber bei der großen Auswahl, die hier vorhanden ist, denke ich mal, kommt man damit klar. Dann haben wir hier die Sultane, die Sorte Sultane. Noch kann man nicht so viel von den Blättern sehen, aber man sieht, die sind doch auch wieder mehr weinblättrig von der Form her. Das heißt auch wieder komplett anders als die anderen Feigen. Das hier ist nochmal eine Ronde Bordeaux. Da ist noch ein Steckling, den habe ich jetzt frisch gesteckt. Der muss eingekürzt werden, damit nicht so viel verdunstet und außerdem, dass unten der Trieb sich bewurzelt. Deswegen schlappt der jetzt noch ein bisschen, weil jetzt gleich wieder die Sonne rausgekommen ist und der noch keinen Kontakt groß zur Feuchtigkeit aufgebaut hat. Aber das dauert nicht mehr so lange. Dann ist hier noch eine Dessert King. Die ist auch toll, die Desert King. Und ist ein Steckling aus dem letzten Jahr. Dann ist hier die Cardota. Feige, auch ein sehr schönes Blatt. Die hatte auch Probleme, musste ich jetzt über einen Steckling entsprechend retten, da die ursprüngliche Pflanze einfach nicht wachsen wollte. Hier ist nochmal ein Steckling von einer Brown Italian oder Brown Turkey. Falls es nicht stimmen sollte, dass die Italian eine Turkey ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, aber das ist so der letzte Wissensstand, den ich habe. Dann hier nochmal eine Desert King Feige. Richtig schön entwickelt, toller Steckling aus dem letzten Jahr. Steht hier in einem Kübel von meiner Chili-Kultur aus dem letzten Jahr. Scheint hier gar nichts auszumachen. Ihr seht, hier sind überall noch die alten Wurzeln vorhanden, aber die verrotten dann und das sind ja dann auch letztendlich Nährstoffe, die die Pflanze nutzen kann. Dann hier ein Steckling einer Kristallfeige. Der ist noch klein, wird aber noch wachsen und da bin ich auch guter Dinge. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Part. Hier ist noch ein Steckling von einer Yellow Bratislava. Aber das ist nicht das Spannende, sondern hier ist es die Palmata-Feige. Auch wieder komplett ein anderes Blatt als die anderen Feigen. Wie man jetzt hier sehen kann, wenn man es sehen kann, die hat sogar ein paar Fliegen hier auf dem Blatt. Obwohl, vielleicht sind es auch Blattläuse. Ja, das sind wahrscheinlich eher Blattläuse. Aber selbst das schadet der Pflanze jetzt nicht so viel. Ich hoffe jetzt die Tage, dass es doch noch ein bisschen mehr regnet und dann spült es auch die Blattläuse ab. Ne, sind wirklich tatsächlich Blattläuse. Ja, das ist allerdings eine der einzigen Feigensorten, die ich aktuell habe, die mit Blattläusen Probleme hat. Hatte ich bisher auch noch nicht, muss ich dazu sagen. Aber die hier ist ja auch neu. Das könnte vielleicht da das erklären, warum ich bisher an den Feigen noch kein Blattlausproblem hatte und es mit dieser neuen Sorte oder mit der weiteren Feigensorte in der Sammlung jetzt zu Blattlausproblemen an zumindest dieser Pflanze kommt. So, gucken wir noch die nächsten Feigen an. Die sind noch nicht umgeräumt worden, die muss ich jetzt noch umräumen, aber davor schauen wir uns die Feigen an. So, das ist eine Feige, die sehr viele interessiert, die Saccharosfeige. Ein sehr tolles Blatt, wie ich finde. Und ja, da freue ich mich schon auf jeden Fall sehr, wenn sie deutlich größer gewachsen ist und sich noch mehr entwickelt. Dann ist hier noch die Brunswick, die Braunschweigfeige. Die wächst auch fröhlich vor sich hin. Noch kann man allerdings oder noch ist kein Blatt vorhanden mit der eigentlich charakteristischen Blattform. Es dauert jetzt noch, aber sie ist schön ausgetrieben. Dann hier die Little Miss Figgy Feige.
auch wieder komplett anderes Blatt. Also ich kann es jedes Mal nur wiederholen. Ist wirklich sehr, sehr spannend mit den Blättern und letztendlich dann auch mit den Früchten. Die ist richtig schön ausgetrieben. Da kann man jetzt nicht sagen, dass da irgendwas nicht so schön ausgetrieben ist. Könnte man wirklich noch ein bisschen anders schneiden. Hatte ich mir ja schon überlegt und hatte ich schon im Video gesagt, dass man vielleicht irgendwo hier noch abschneidet, dass sie ein bisschen besser geformt wächst. Aber ich habe mich entschieden, ich lasse das jetzt so. Und jetzt gucken wir uns noch die nächste Feige an. Hier ist die Mutterpflanze der Yellow Bratislava, die auch schön jetzt ausgetrieben ist. Und auch hier können wir jetzt schon sehen, auch wieder ein komplett anderes Blatt. Von der Form her wirklich sehr, sehr cool. Dann hier haben wir die Viroma-Feige. Richtig schön gewachsen, treibt schön aus, ist ein bisschen langsam vom Wuchs her, aber so eine kompakt wachsende Feige ist auch toll. Ihr seht jetzt schon hier die Pflanze, wie klein die ist. Und wenn wir dann hier jetzt hier rüber gehen, die frühe Dalmatie, die ist richtig schön kräftig. Und die steht auch in einem deutlich größeren Topf, hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass er jetzt deutlich kräftiger ist. Alle Feigen werden früher oder später in einem 40 oder 60 Liter Kübel landen und dann werden sich dementsprechend gleich entwickeln. Aber die frühe Dalmatinerfeige, die ist eben so, wie sie heißt, früh. Und hier sehen wir schon auch eines der richtig tollen Feigenblätter, was die so hat. Finde ich richtig klasse. Ganz toll. Dann kommen wir jetzt zur letzten Feige und zwar ist das die Pastillerie. Die hat einen richtig schönen, kräftigen Trieb ausgebildet. Man kann es auch jetzt schon erahnen. Sie hat auch ein komplett anderes Blatt, wobei hier die Blätter sind noch nicht in der Endform, so wie sie dann sein sollen, früher oder später. Ja, das war's. Und jetzt gucken wir noch mal rüber zur frühen Dalmatie, weil die wirklich richtig groß ist. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Feigen, schreibt es gerne hier in die Kommentare. Ich weiß, die Rundgänge sind noch nicht so viel aussagend, aber wir kommen auf jeden Fall dahin, dass wir uns auch darüber unterhalten, wie wir Feigen vermehren. Hier stehen noch Stecklinge von der Madeleine de Deux Saisons, die bei mir im Garten ausgepflanzt ist. Und wir sprechen darüber, welche Vermehrungsmethode bei Feigen besser ist und wie sie am schnellsten und am sichersten wachsen. Bis dahin würde ich sagen, Daumen hoch, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Rundgang oder Feigenvideo.